Hey, weiter mit Baldur's Gate 3. Letzte Episode hat uns der Drache getötet. Moment. Das ist eine kleine Verwechslung in meinem Skript. Wir haben letzte Episode den Drachen getötet. Wir haben einen neuen Hut dafür gekriegt und Lazel hat das neues Schwert bekommen. Den Baldurian Giant Slayer. Wir gehen heute das Tribunal besuchen. Bedeutet, wir machen die Dolor Balsborn Assassinen Quest fertig. Und es stehen noch ein, zwei andere Sachen auf meinem Zettel, aber ich will der Sache jetzt mal nicht vorgreifen. Machen wir direkt los, stecken alles ein. Laut unserer Karte müssen wir genau zu dem Grabstein laden. Das hatten wir alles herausgefunden. Ach, der Typ hier, gell? Lumba. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal zu Gesicht bekommen oder nicht. Ich hatte mir ein paar andere Sachen angeschaut hier in der Stadt. Und habe eine Quest gefunden, mit der zu tun hat. Also ich weiß, mit welcher Quest er zu tun hat, rein theoretisch. Aber ich habe eine andere Quest gefunden, die ich angefangen habe, die auch mit dem zu tun hat. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir die machen sollen oder nicht. Lustig wäre die sicher allemal. Verkaufst du die Dinger da? Ach, du bist ein Kind. Ich dachte, du willst Gnom sein. Ich hasse Gnome. Also verkaufst du die nicht. Okay, ich hätte einen gekauft. So einen Topf. Wow, ist der grün. Ey, du. Leuchtest ja im Dunkeln. Hier wollen wir rein. Candle Hallows Tombstones. Ladies. Oh, das trifft mich hart. May Winfield, mother of 12, wife of 1, beloved by all. Sample Tombstone, Premium Edition. Oh, nice. With an optional engraving of iconography. Ihn mitnehmen? Anscheinend nicht. Schade, ich hätte ihn gerne gehabt. Hallo? Jemand zu Hause? Ich suche das Tribunal. Sieht bis jetzt aus wie ein... Selection of tongs. The one indispensable tool of the artisan's workshop, it seems. Da sind ein paar Tongs, ja. Tongs, so many tongs. Beloved Reynold, father, husband, duck breeder. Duck breeder. Ich habe das Gefühl, die Erzählerin hat gerade ein bisschen zu viel Spaß in dem Laden hier. Übrigens immer noch sehr lustig, die Baldur's Gate Narration Outtakes auf YouTube anzuschauen. Die ist richtig lustig, die Frau. Die hat hier mordsmäßig Spaß gehabt an dem Spiel. Alexander Rainforest. Whoa. Meticulous in life, mellifluous in death. Wir waren bei dem zu Hause, wir wissen, dass er tot ist. Engraved over so many times that no names are legible. Sample Tombstone, modest edition. Maximum engraving length, 3 words. Das ist wie so ein Holzbrettchen stand auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Gut, wir haben nichts passiert. Herzlichen Glückwunsch. Aber keine Angst, ihr habt mich ja mit dabei. Ich spoilere euch, worum es hier geht. Seekers, wenn du das Tribunal suchst, dann soll der Tod dich führen. Was ist hinter... Okay. Im Endeffekt müsst ihr das Bild hier von der Wand reißen. Und da ist ein Knopf dahinter. Ick. Wir haben hier im Multiplayer eine ganze Weile gestanden, bevor ich die Bude hier komplett auseinandergerissen habe. Hier ist wieder die Hand aus Elder Scrolls. Vintara, lass uns mal da die Kiste auf oder fliegt die in die Luft? Lass mich mal kurz schauen, wir haben 8 und alles drauf, ja. Keeping up appearances. Ja genau, tut so, als wäre hier ein ordentlicher Grabsteinladen. Okay. Preise nicht zu hoch, Preise nicht zu niedrig. Die Kellertür. Ich bin ja jetzt dumm, ich habe mein Intelligenz-Circlet nicht mehr an.
None shall escape. Das Passwort. Sicarius. Wir können History and Investigation machen, aber dafür bin ich jetzt zu dumm. Also müssen wir einfach so durch. Die Barlist-Krypta. Wir treffen hier einen super alten Charakter, den wir ein bisschen befuschen werden. Ihr seht dann gleich wie. Und im Zweifelsfall werden wir dann heute vielleicht sogar schon Stufe 12. Ich kann es mir vorstellen, bei nur 5000 EP, die fehlen. Dann bin ich den Stress endlich los. Flaming Fists this way. Hier geht es nirgendwo hin. Ihr lauft hier in eine Falle. In der Kiste, da ist nichts. Und da unten ist alles voll mit Fallen. Also lasst euch nicht veräppeln. Ihr seid keine Flaming Fist. There's something engraved on this skull. Living, a torment of sorrow and strife. Ja, ja, Leben ist anstrengend. It's a poem. Die hat so viel Spaß hier, die Erzählerin, in dem Ding. Great and too small. We faithful cure mortals of burdensome life and present it to Death Father Baal. Verse by Invoker Grimlock. Gut. Kammer des Tribunals. Ja, ja, schöne Pornografie hier. Das klassische Baldur's Gate Logo. Für alle Teile, weil es irgendwie immer mit einem Baal-Kult zu tun hat und man immer einen Baal-Spawn spielt. Well from gifts thine own, or I shall rend. Die sind richtig hardcore, die drei Todespaladine hier, also. Ne? Okay. Ich hab. Hier. Nimm eine Hand aus meiner Handtasche. A grasping hand. An offering vile. Enter now the Dreadlord's trial. Max, wie er reimt. Ihr könnt die drei töten, aber. Jetzt passt auf. Da steht Soul Oath drauf. Da steht, diese Kreatur hat geschworen, ihren Meister zu schützen. Wenn der Meister stirbt, stirbt auch die Kreatur. Bedeutet, den Loot von den drei kriegen wir gleich vollkommen gratis. Hey, Sarevok oder wie auch immer du heißt. Mein Kerl. Du hier in Baldur's Gate? Ich dachte, du wärst in Baldur's Gate 1 und in Baldur's Gate 2 gestorben. Ich habe im Wiki nachgelesen, wieso der noch am Leben ist. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Die drei da kennt man anscheinend auch. So, jetzt passt auf. Wenn man gegen den kämpft, hier vorne in dem Thronsaal, kämpfen die drei mit. Die buffen den und wenn ihr die umbringt, dann bufft ihr den. Der ist auch mal wieder Stufe 16, so wie der Drache und hat 340 Punkte Gesundheit und ein richtig großes Schwert. Das ist ein gemeiner Kerl. Der sieht richtig oldschool aus mit diesem dämlichen Conan-Helm-Design. Aber ich zeige euch, wie man den behubbeln kann. Ich hoffe, es funktioniert noch. Ich habe es aus Versehen gemacht, aber es war super lustig. You gaze upon murder's progeny. Hey, ich bin der Auserwählte von Baal. His most ill-trusted zealots. Das sind wohl auch Baals Spawns. Prodigal servants. Each returns to do his bidding eternally. So oder so ähnlich. This is the court. Coole Stimme auf jeden Lord's Fall. Also im Endeffekt hat das hier wenig mit der Orin-Storyline zu tun. Genau, man kommt hier hin, wenn man ein Assassin für Baal werden möchte. Und das ist ja das, was Dolor versucht hat. Ob er sich oft zwackt hier unten an dem Helm? You have returned. Ich sehe so lustig aus mit dem kleinen Hut. Anchev, a relic of your cursed line. A Baalspawn who failed to become chosen. Also das ist der Oberbösewicht aus Baldur's Gate 1. Okay, erzähl mir von meiner Vergangenheit. Ich möchte alles erfahren. I have heard it said, you lost your memories. Let me revive them. You were once Baal's favorite. You worshipped him the way he would wish. Your bloodlust innate. Your thirst for butchery. Da hat sich nicht viel dran geändert. Das ist wie man Korn anbetet und man Leute tötet, freut sich Korn, ob man das will oder nicht.
You didn't see Orin rising through the ranks. You were blinded by her artistry, her devotion. You believed she worshipped you as much as all the others. Will zwischen das coole Voice Acting gar nicht dazwischen reden. Er gibt sich echt Mühe, der Kerl. As your birth, the purest Ballspawn there ever was. Ruined by his own hubris. Ich bin halt ein kleiner Halbling. Now, you have returned. Tell me, are you here to have your vengeance on my granddaughter? Ich will jetzt nicht allzu viel spoilern, aber puh. She is the child of my child and your bloodkin. But she only seeks the body and favor. Also das ist der Vater und der Großvater von Orin. Ich hoffe, das erklärt alles, was ihr wissen. Und gleichzeitig meine Schwester, also match her to your natural gift. Baal is about to name a new chosen. All is between you and my granddaughter Arin now. And Arin has much to learn. Das hat sie wohl. Our Lord does not care for beauty. Baal cares only for death. Death in numbers. Death in droves. Jetzt, wo ich Baal mit Korn verglichen habe, ist Baal mir viel sympathischer geworden. In death. Ah, kann ich irgendwo Schädel für den Schädelthron abgeben oder Blut für den Blutgott? Frage für einen Freund. So, sie hat mich bereits herausgefordert. Wir werden bis zum Tod gegeneinander kämpfen. She seeks to sacrifice you in our father's temple. Jawohl. She dreams that your corpse will be her masterpiece. But she forgets, before your incident, you were the true master. Kann ich mich eigentlich selbst mit Haste buffen? Pure murder. No excesses. Wahrscheinlich, no pretensions. Oder? Was auch gleichzeitig gefährlich. I believe you will be the one to slay Arin. Coole Augen übrigens, mein Kerl. Aber er sieht trotzdem aus, als würde er in dem Conan-Film mit Arnold Schwarzenegger mitspielen. Your birthright yet. Perhaps with my Ach richtig, der spricht gerade an, dass wir Isobel nicht getötet haben und Baal nicht besonders zufrieden mit uns ist. Das kann man dann jetzt nochmal nachholen. Come, child of murder. Let me lead you in Baal's worship. Okay, wir machen jetzt Intimidation. Müssen wir. Und dann werden wir Friends auf den Mann casten. Oh Gott. Müssen nochmal würfeln. 2-4, Snake Eyes. Roll again. Esser. Forgive me, child of Baal. I forget myself. Reverence. Zeal. Long may he reign. We have a sacrifice prepared for you, child of murder. Let us celebrate your becoming. So, jetzt ganz ruhig. Ich hoffe, der bleibt stehen. Okay, was wir jetzt machen? Er ist jetzt noch 10 Runden lang mein Freund, in Anführungszeichen. Und dadurch, dass ich den davon überzeugt habe, da hinten reinzugehen mit dem, sind die anderen jetzt nach dahin teleportiert worden. Heißt, wenn wir jetzt Friends abbrechen, haben wir den hier erstmal alleine stehen. Ich weiß jetzt nicht, warum die Tür da aufgegangen ist. Die ist letztes Mal nicht aufgegangen. Kann auch sein, dass es einfach nur gerade noch ein Anzeigefehler ist. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt Friends abbreche, wird der böse auf uns und wir können gegen den kämpfen, ohne dass dem seine 3 Buff-Ladies mit dabei sind. Nur damit ihr wisst, was wir hier vorhaben. Ah, shoot, die Tür ist doch aufgegangen. Gut, wir kämpfen trotzdem gegen den. Vielleicht geht die Tür jetzt wieder zu. Wenn nicht, kommen die da gleich raus. Aber es ist trotzdem einfacher so. Weil, passt auf. Die 3 Ladies kämpfen sonst hier vorne mit. Und wenn ihr hinten reingeht und das Opferritual machen wollt, dann stehen hier noch ganz viele Kultisten drumherum, die dann auch mitkämpfen.
heißt, was auch immer unser Plan ist, das Ganze hier vorne zu machen, ist einfacher. Schauen wir erstmal, was der Typ macht. Legendary Resistance Incapacitation, das ist okay. Temporär Hostile, ja, haha. 20er AC, da können wir nicht viel gegen tun. Wobei, wir können 5 Decks runternehmen. Der nimmt 2 Punkte weniger Schaden, der hat Extra Attack. So, der macht Bleeding. Der, okay. Kann Saving Throws wiederholen. Kann nicht überrascht werden und kann nicht entwaffnet werden. Na dann. Kann einfach so von dem weggehen? Bin ich nicht so dicht dran? Und Tara kann nicht einfach so von dem weggehen. Gut, diesmal sind wir nicht doof und spielen vernünftig, im Gegensatz zu der Angelegenheit mit dem Drachen. Wir eröffnen mit Twin Haste auf Lazelle und auf mich selbst. Kittius! Okay. Lazelle wird dann erstmal schlecht gelaunt. Bringt uns das hier irgendwie was? Nein? Topple the Big Folk. Deal additional damage. 65, 65. Können wir dem irgendwie... Du kannst doch Flourish, oder? Off Balance. Das ist nicht ganz das, was ich will, aber fast. Machen erstmal den Spaß. Die kann auch hier dranbleiben. Die muss ja gar nicht weg. Die macht auch so wirklich viel Schaden. Shadowheart, kannst du uns noch irgendwie buffen? Du kannst uns noch Bless geben, indem du einen AOE-Heal raushaust, ja? Heute sind wir voll dabei, okay? Dann können wir dem noch Harm verpassen. 20% lohnt sich nicht, habe ich gerade festgestellt. Old Person, 65%, hallo? Das würde sich ja fast lohnen. Wenn ich das hochdrehe, sind es trotzdem nur 65, ja? Das probieren wir mal aus. Das hat funktioniert. Lazelle, vernichte ihn. Unleash me. Entara? Wow. Can't even catch my breath. Quiet. Wir bräuchten irgendwas, was Schaden macht vorher. 42, kein Problem. Dann hauen wir den noch raus. Ich sag nicht, dass ich den One-Hitte. 51. Shadowheart. Ah, schade. Shadowheart kann nicht mehr. Okay. Aktuell. Aktuell sieht es so aus, als würden wir Sarivok ziemlich rannehmen. Ah, ich könnte nicht, ich kann gar nichts mehr. Bleibst da stehen. Du kommst nach hier hinten. Die Ladies, kann sein, dass sie jetzt reinkommen und den heilen. Eine von denen kann das. Wir müssen die dann gleich eh bekämpfen. Aber so ist der wesentlich einfacher, als wenn man die ganze Sache anders macht. Gut, ich werde ihn dann töten. Oh hey, wir haben sogar die XP für die Paladine draußen gekriegt. Sehr cool. Das war... Ich bin sehr stolz auf mich, okay? Das war ja schon Honor Mode würdig, was hier passiert ist. Gut, wir bringen die Ladies mal in Position. Velkin. Ja, an meinem Haste ändert sich ja eigentlich nichts. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier nicht allzu gierig werde. Wir können das hier alles zu einer Fireball machen. Können Lazelle ein Stück auf Seite holen. Wir machen alles bis dahin zu einer Wall of Fire. Ah, fuck, Wall of Fire ist... Okay, Wall of Fire ist Concentration. Na gut,
So gut der Kampf gegen Savrok funktioniert hat, so wenig habe ich jetzt gerade aufgepasst. Ich habe gedacht, die könnten dann herkommen und einfach gemütlich da durchrennen. Dann laufen die 50 Kilometer durch. Slow auf 4 Ziele. Slow ist ein Stufe 3 Zauber, also brauche ich mindestens ein 3er Counter-Spell. Wir können uns jetzt gerade nicht alles slowen lassen. Tut mir leid, Lady. Das war gerade arg dumm von mir, was? Cloud Kill. Das macht mir nichts, weil ich ein Halbzwerg bin. War das du vor? Guiding Bolt und Shadow Heart. Das heißt, die Lady da ist die Heilerin, ja? Dann sollten wir die vielleicht zuerst vernichten. Einmal Feuerdingsbums bitte. War guter Schaden. Cloudkill. Ich sehe Cloudkill gerade nicht. Sollte das nicht weggehen oder so? Die soll da trotzdem mal reinstürmen. Die müssen wir halt nochmal anmachen, aber ist ja kein Problem. Geht nicht anders, wir brauchen einen Tank da vorne drin. Brauchst glaube ich gerade nicht nochmal zu schießen. Der Cloudkill wird mir also gerade einfach nicht richtig angezeigt, ja. Wir haben noch einen Haufen Vierer-Slots offen. Hier wäre es mit einem Vierer-Feuerball. Nur so zum Auftakt. Feuerinfusion. 29. Wenn ich Quickened mache, das kostet mich 3. Twin kostet einen. Würde mal einen Quicken. Und Firebolt noch extra raus. Und 9 ist ein bisschen dünn, aber hey. 20 macht die nicht von sich aus, oder? 7 bis 14, da sollte kein großartiger Bonus mit dazukommen. Die geht auch mal aus dem Cloudkill raus, bitte. Die sollte die aber doch schreddern können. Das hier ist doch ein schöner Zauber. Er macht irgendwie wenig Schaden. Ready for battle. Na gut, 9 kriegst du aber hin. Gute Arbeit. Okay, ich dachte, die heilt oder so, anstatt einen zweiten Cloudkill zu schmeißen. Jetzt kommt die da auch noch reinmarschiert. Guiding Bolt of Lazelle, okay. Das ist okay. Lazelle ist ja immer noch gepanzert. Und blind in dem Ding, oder... Nö, ist egal. Hey Lazelle, du nimmst diese Lady. Okay, du nimmst sie nicht, weil das Ziel nicht echt ist, sondern inkorporal. 8. Frechheit? Wir haben uns gegenseitig gecounterspellt. Gut, looten wir unseren Freund hier mal. Der hat arg verkackt. Das Amulett von Baal. Looten, wenn das Ziel volle Gesundheit hat. Okay. Die Karte zum Baal-Tempel. Das ist doch schön. Okay. Nach Nordwesten. Die Unterstadtruinen. Okay, ich soll Blut auf den Schädel. Okay, Praise Baal. Wir haben das Sword of Chaos. Das ist für unsere, ne? Und Sarevox Horned Helmet. Ich bekomme Dark Vision. Ein Punkt weniger für einen Crit. Ich kann keine. Okay. Vielleicht ist das tatsächlich was. So lustig das auch klingt für Ventara. Ventara hat aktuell an, dass die ein Wurf weniger für einen Crit braucht, wenn die im Dunkeln steht. Der Helm da macht immer ein Punkt weniger für einen Crit. Das heißt, es ist selber nur besser. Könnt ihr noch einblenden und sau cool aussehen. Aber ich glaube, so weit lassen wir es mal nicht kommen heute. Dann müssen wir noch unsere Freunde, die Paladine, looten.
All is ash and meat. Hey, Jungs. Wir haben... Okay. Der ist nicht schlecht, der Handschuh. Den Rest lassen wir mal liegen soweit. Wobei, wenn wir das Gewicht dafür haben, können wir es mitnehmen. Laggard, Sword. Und ein paar Bootsies. Das hier geben wir alles mal an Lazel durch. Das können wir dann irgendwo draußen verkaufen, wenn ich euch nicht mit dabei habe. Unendlich viel normales Zeug. Okay, was haben wir hier? Wir hatten die Bootsies hier. Den Spaß, den Schild. Das da und das da. Was haben wir hier? Blackguards Plate. Okay, okay, okay. Das bringt uns alles nichts. Ich kann es leider nicht anziehen, um es zu zeigen, weil sonst verlieren wir die Gesundheit dauerhaft. Wir haben hier ein Level 1 Spellslot extra. Okay. Okay. Auch nicht besonders cool. Die sind halt nicht schlecht, aber ich habe ja meine 18 Decks an. Problem ist Medium Armor, die kann ja niemand gebrauchen. Was hast du denn hier an? Plus 1 auf Initiative und 1 bis 4 Force Damage. Theoretisch sind die was für die, weil die mit plus 1 Attack auch arbeiten kann. Lazel kann halt nichts anziehen. Und das gibt plus 1 Attack auf Spells. Hm. Ja, so cool die sich auch lesen, wahrscheinlich werden wir sie nicht gebrauchen können. Auch mal an Lazel. So, wir machen mal eine Short Rest. Und Blackguard Sword ist total irrelevant. Na gut. Dann gehen wir nach hinten in die Kammer und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ich weiß nämlich wirklich nicht, ob es hier nicht noch was gibt. Die Ladies haben sich komplett aufgelöst. Da ist unser Kumpel Valeria. Das ist unser Opfer gewesen. Den hätten wir töten müssen, um noch, naja, uns mit Baal besser zu stellen. Achso, ich habe gar nicht nach dem Schwert geguckt. Riesending hier gekriegt. Sword of Chaos ist eine ganze Ecke schlechter als unser Giant Slayer. Bei einem Treffer 1 bis 6 Trefferpunkte zurückgeben. Okay, das war's. Und nekrotischen Schaden. Na dann. Hey Valeria. Was denn? Zuerst die Ketten abmachen? Warum willst du nicht mit mir reden? Locked. Tara. Lass mal den Elefanten frei. Wir mögen ihn zwar nicht besonders. Weil muss ja nicht hier unten angekettet sein, was? Took you bloody long enough. Hey. You have no idea how wrinkles like mine get caught in chains like that. I suppose some thanks are in order. You did a good job putting a stop to those barlist burks. Though keine Schimpfwörter auf meinem Kanal. Figured this all out before I put the blame for Father Logan's murder on that. Ja, hey, na, kann jeder mal passieren, vor allem, wenn man anstatt ein paar Ohren, vier paar Flügel hat. At least it's over now. Hat nicht mal angefangen, mein Kerl. Richtig. Wir haben nicht mal angefangen. You might not be finished. I am. It's plain to see that I'm well out of my depth here. But you, ja, du wurdest eingefangen und sollst geopfert werden. You gave these reprobates a proper seeing to. You clearly have what I don't. Courage, insight. Ich habe ein bisschen weniger insight als vorher. I overheard these pigs talking. Ja, in die Old Undercity gehen wir noch. Die ganze Kanalisation unten wird noch einen Moment dauern. A century ago, it was destroyed by a group of heroic sorts. Let's hope history repeats itself. Das Gate 1. This place is foul as piss. I'm out of here. Owl ass piss. Wieso ist denn hier alles schon wieder abgeschlossen? Mintara, ich bin so froh, dass wir dich dabei haben. Das ist eine Menge Zeug. Von wem ist das geschrieben? Ach so, von Sarabek höchstpersönlich. Da werde ich wahrscheinlich schon herausfinden, warum der noch am Leben ist. Okay, er ist wiederbelebt worden. Aha. Er ist also einfach wiederbelebt worden. Puff war wieder da, ja? Sehr cool. Elixier of Battle Mages Power. Alles Quatsch. Gift, alles Quatsch.
How many die today? How many die tomorrow? Heute sind schon ein paar Leute gestorben, nicht? Oh, hey. Valerias Zeug. Und Valerias Muan. Aha, aha, das werde ich jetzt alles nicht lesen. Okay. Disorderly drinking first. Ah. Auf der anderen Seite gibt es noch ein Gefängnis oder so. Keine Ahnung, was da drin ist. Oder ob überhaupt irgendwas drin ist. Wir schauen mal rein. So war der Kampf auf jeden Fall wesentlich angenehmer, als wenn diese verrückten Ladies mit dabei gehabt hätten. Stell euch mal vor, die hätten hier geheilt und ihren Blödsinn getrieben, während ich versucht habe, den Typ da zu töten. Mason Journal. Okay. Was leuchtet mich hier an? Find a way to access the Temple of Baal. Das ist aber nicht von hier. Das ist Quatsch. Von hier aus komme ich nicht in den Tempel von Baal. Dafür muss ich eins tiefer. Ja, ich weiß, wie wir da reinkommen. Ich habe es auch eher aus Versehen herausgefunden. Eine Seite aus Saravoks Buch. So, das Blut von Baal muss niemals verschwendet werden, sondern nur multipliziert. Helena, meine Tochter. Okay, da steht drin, dass, da stehen die Sachen drin, die man nicht wissen will. Nämlich, dass Urin, seine Tochter und seine Enkelin ist. Kann auch nichts machen. Haha, lustig, hm? Das alles aufschließen? Kann nicht. Wir können Hebel ziehen? Jane. Da liegt doch jemand. Ist Orwell, hat keinen Kopf. Dear Quill, remember me. Bla bla bla. Bla 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 bla. Nichts Spannendes. Kein Kopf dran ist halt das Problem. Heißt, wir können nicht mit dem reden. Rest in Pepperoni. Wir können nichts mit dir anfangen. Das Spiel hier hat übrigens ganz schön viele Gefängnisse, wenn mich einer fragt. What to do? What to do? Ahoi, ahoi. Dinner planning. Bleh. Okay, okay. Eklig. Hier habe ich mal mit dazugehört zu den Baal-Leuten. War der oberste Baal-Leut gewesen. Ach, kann man nichts machen. Jetzt bin ich ein armer kleiner Halbling-Paladin. Na gut, aber wir haben ja jetzt Saravok schon mal getötet. Das wird meinem Fatih Baal sicher nicht besonders gut gefallen haben. Oben scheint es sonst nichts zu geben. Irgendwas hinterm Thron? Eine extra Kiste oder so? Kann ich mal Probe sitzen? Bisschen groß für mich. Vielleicht soll ich das hinten mit Kistchen auspolstern oder so, damit ich nicht ganz so verloren darauf aussehe. Na gut, dann wieder raus hier. Gab keine Items bei klar. Doch, Mentara hat ja einen neuen Hut gekriegt, der jetzt ohne Kondition einfach Crit runtersetzt. Die muss jetzt nicht mehr im Dunkeln rumstehen. Na dann. Gehen wir wieder raus hier. Wir haben noch ein Momentchen Zeit. Wretched thing, pull yourself together. Wir machen also noch ein, zwei Sachen. Wie sieht's denn EP-technisch aus? Okay, dann weiß ich, was wir machen. Also ich weiß eh, was wir machen, aber... Was ist das hier für ein Haus? Elfsong Tavern. So, wir wollen zurück zum Baldur's Gate Teleport. Und dann wollen wir hier die Straße runter. Da müssten wir die Society of Brilliance finden. Das sind die Jungs, denen wir das Yankee Eye verkauft haben. The Society of Brilliance. Genau die. These preposterous fools preposterous. Love the men in underdark affairs. They are most amusing. Amusing? Wherein lies the humor? They seek to promote peace between species through mutual understanding. Gut, dann schauen wir mal, wie es unserem... ...know the value of a carefully crafted coalition, Minthara.
Is our own alliance not a case in point? Die Ladies unterhalten sich noch. Nichts dazu zu sagen, Mintara? Okay. Ja, wir können ja mal gucken, wie es unserem Ei geht. You are not wanted here. Launch of the Society of Brilliance. Oh. Hier war ich wirklich noch nie drin, vor allem nicht, nachdem man das Ei verkauft hat. Was ist denn hier passiert? Okay, das ist alles gestohlen, das heißt, wir machen besser mal die Türe zu. Ein Schlüssel. Der gehört jetzt mir. Okay. Nichts Spannendes. Jemand ist gegangen in eine Bibliothek. Wir hier. Notes. Die darf ich lesen, ja, ganz offiziell. Okay, das ist der Spaß, dass sie hier ein Githyanki-Ei haben wollen. Wir haben denen ja eins gegeben. Dass das nicht besonders clever war, sehen wir jetzt ja wohl. Aber die Sporen hier sind nicht schlecht, oder? Warum ist das alles in dieser Tasche da drin? Cautionary Note. Was steht da drauf? Nicht das Bild aus dem Speicher bewegen. Okay. Was denn für ein geheimer Raum? Das sieht nicht gut aus hier. Hallo? Waterstaff plus 2. Der Schlüssel an Werga. Werga sind nicht besonders gut. Okay. Gerechtigkeit und Gutes über allem. Ehre dem König. Okay. Elemwor, das ist der Gott. Der mag keine Untoten. Das ist der Gott des Todes. Ilmata ist der Gott des Leidens. Bahamut ist der Drachengott der Gerechtigkeit. Das liest sich doch alles gar nicht schlecht, was hier drin steht. Ich meine, bisschen radikal vielleicht, aber... Warte. Der ist doch... Du bist doch... Du hast doch noch einen Kopf. Steh mal auf. Ihr würdet mich gern unterhalten. Warum ist hier überall Blut am Fußboden? Ich habe euch ja nur ein Githyanki-Ei verkauft. Oh hey, das war... Das ist ein Drachenzauberer. Übrigens... Wäre mein Feuermage ungefähr 10-mal besser, wenn wir einfach einen Drachenzauberer genommen hätten, anstatt einen Wildmage. Dann könnte ich schön roter Drache spielen. Hätte meinen Charisma-Modifier auf meinen Spells mit drauf. Es ist so viel besser einfach. Was ist hier passiert? Experiment gone wrong. Not my fault. Es gibt sicher Leute, die sehen das anders. Wo ist derjenige, der dich getötet hat? It does not know. Das stimmt. Woher sollte die Leiche das auch wissen? Wer hat dich getötet? Subject. Githlad. Pataris. Okay. Euer Ei ist also schon geschlüpft und es kam schon ein Githyanki raus? Proving theory. Genetic morality. I was right. Ich weiß nicht, ob ein Dwerger dafür der Richtige ist. Ich meine, ihr seid Underdark Sklavenhändler, also... Warum wurdest du getötet? Oh. Precautionary Termination ist auch so ein Wort, das will man nicht unbedingt benutzen. Gut, geh wieder schlafen, Kadaver. Gibt's irgendwas, was mich interessiert? Ja, das ist zum Großteil alles Alchemie-Blödsinn, den ich eh nicht benutze und der mir einfach nur den Säckel schwer macht. Ah, es ist die Underdark Collection, natürlich. Underdark Delicacies. A salve for the homesick. And food for the intellectually curious. Hier ist ja, was ist denn hier, wie viel Marmelade ist denn hier ausgelaufen? Launch of the Society of Brilliance. Das ist da unten der Besucherbereich, oder was? Kommt mal alle rein, Ladies, wir machen die Tür zu. Damit wir nicht bespannert werden. Hier ist die Bibliothek. Study of Ores. Ist egal, ich suche nach Kleingeld. History of the Society of Brilliance told by its members. Toll. Bringt also genau gar nichts. Hey, wir kennen Blurk und Omellum kennen wir auch. Ich hoffe, die waren nicht hier, als das passiert ist. Das waren eigentlich zwei coole Kerle. Das waren der Mindflayer und der... Nicht Bugbear, Hobgoblin. Noch eine Pouch. Die Pouches sind dann alles Leichen, oder was? Spiel. Ich drücke O, wenn du mich nicht da dran lässt. Broken Parasite Jar. Ach so, für einen Gehirnparasiten. Kann ich anscheinend verkaufen. Time Leech Chest Key. Pilgrimage to Grave Hollow. Ja.
Und The Origins of Evil. Steht da was drin, was uns weiterhilft? Okay, steht drin, dass Teufel, Dämonen, Mindflayer, Drow und Githyanki alle böse sind. Interessant, die Githyanki da mit reinzupacken. Bei Drow hätte ich jetzt nicht Nein gesagt, aber Githyanki ist vielleicht ein bisschen viel. Worum geht's hier? Okay, wie man Monsterrassen das Sprechen beibringt. Das war in einem von den Witcher-Büchern gewesen, wo auch eins von den Monstern versucht, mit ihm zu reden. Und da steht, dass das Monster die Wörter ganz komisch ausspricht, weil das einen anderen Atem- und Sprechapparat als normaler Mensch hat. Ouchie. Handcrossbow, eine Flöte. Hey, Scroll Wall of Fire. Lady Esther, war die hier? Okay, das ist der Typ, der das Ei haben wollte, ja. Ich, Lady Esther, Explorer. Exciting News. Okay. Gut, im Prinzip ist das die Post, dass hier ein Githyanki-Ei vorbeikommt, ja. Das Journal, da schauen wir mal rein. Oh, das ist eine Menge Text, eine Sekunde. Okay, also er hat ihn nach diesem Petaris-Code erzogen und behauptet, dass Petaris diesem Code zu sehr folgt, zu dogmatisch quasi und keine Ausnahmen und keine Fehler zulässt und er angefangen hat, den Leuten hier weh zu tun, wenn die sich nicht genau an diesen Code gehalten haben. Block, hey, den kennen wir. So, Einladung in die Lodge, okay, mit meinem Kollegen Omelum. Okay, er hat geschrieben, dass er eventuell mal vorbeikommt. Hier ist ein hübsches Portal offen. Ich würde gerne erstmal ins Obergeschoss gehen. Wo ist hier gerade eine Tür aufgegangen? Wer macht hier Faxen? So habe ich einen Schlüssel für... Okay. Magical Journey. Ah, der Geheimraum. So, die waren eingesperrt, weil... Okay, ich verstehe. Cool, ein Safe mit nichts drin. Das freut mich immer. Ich Safes finde mit nichts drin. Dann kann ich das Bild bitte hier lassen? Also mit Sicherheit schwer, oder? Deshalb konnte der nicht raus, als das Bild bewegt wurde. Gibt es jetzt was oder nicht? Ich meine, ich bin hier doch anscheinend irgendwo eingebrochen. Ah, Dominate Person, toll und 50 Gold. Gold Ingot. Ich dachte, hier gäbe es irgendwas Cooles. Loot oder so. Nix gibt's hier. Hat dusselige Bücher. Ich hatte mit epischem Loot gerechnet. Das Buch sah anders aus, als die wir sonst sehen. Das was? Nö. Wieso ist denn der Safe leer? Ach, Ladies, tut mir leid. Wie kommen wir hier wieder raus? Okay, cool. Also einfach nur Portschlüssel quasi. Ach, nichts Sinnvolles drin. Dann wird es wohl Zeit, ohne in das Portal zu steigen. 2 Goldbarren und ein bisschen Klimpergeld. Hey, mein Kerl. Who are you? Another who needs to learn the difference between right and wrong. Ich habe den Petaris-Code gelesen. Ah, die haben übrigens in dem Journal oben stand noch drin, dass sie den irgendwie, dass sie dem irgendwie Elixiere gegeben haben, damit er schneller wächst und älter wird. Bist du an dem Massaker schuld, das ich oben gesehen habe? They all were. I tried to make them better, but they were not strong enough. They lacked. Resolve. Nachdem der Gith da Haare hat, gehe ich also davon aus, dass sie nicht Perücken anhaben, sondern dass denen tatsächlich Haare wachsen. Wer war dein Vater? Havkelag. He brought me from the shell, raised me quickly, taught me to be good, but he failed me. Das hat er wohl. He was not righteous. He was not innocent. His thoughts were impure. Kann jedem mal passieren. Such evil can only be cured one way, with
pain, with torment. Oh, chill mal. And if that does not work, with death. Das ist ja wohl passiert. Tell me, are you a good person? Absolut gar nicht, Mann. Ich hab's versucht. Wir haben diese Unterhaltung nicht. Du hast die Leute umgebracht, du musst bezahlen. Besser wär's wahrscheinlich, wenn wir den töten würden, ha? Huh? Ich meine, nicht, weil er es verdient hat, in Anführungszeichen, weil er die Society of Brilliance umgebracht hat, sondern weil die Society of Brilliance den zu einem Monster gemacht hat. Der hat nichts davon. You would speak of punishment to me. I know what you did to me. I see the memory of it. What? Right there in your head. You stole me from my people. Gave me to Woher weißt du das? Unhatched, wie funktionieren die Anki-Eier? Defenseless. You let me be brought here so father could hurt me. A Githyanki raised in isolation. His blood boils like his kin's, but their ways are foreign. You are bad. You must be taught. Haben wir uns mit einem Boss angelegt? Listen. Persuasion. Let him do it. Nein. Ja, ich hätte dich niemals retten dürfen, aber ich bin froh, dass ich meinen Fehler... Wow! Was? Das ist hoch. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schaffen kann. Wieso ist das da mit drin? Was würde uns das denn bringen? Außer, dass ich dann mehr Stärke habe. Achso, das ist ein Stärke-Check. Kann ich ihn jetzt einfach totschlagen? You were trying to save me. I don't understand. Na gut, die Githyanki wollten dich nicht ausbeuten. Die wollten dein Ei cracken. But his treatments made me good. I'm cured. Nein. Uff, ja, ne? Da hatte ich angelogen. Niemand wird böse geboren. Außer ich, als Balsborn. Aber selbst ich bin mittlerweile gut. The code is flawed. And I am a monster. Ja. As he said I was. I cannot be trusted. Nein. What have I done? Du hast alle umgebracht. He is lost. A shame. He could have proved a great ally to Proven. Mit N. Das war's? Dass wir töten den. Would destroy than to spawn such an anomaly. Oh, cooler Griff da an deinem Schwert. But he will also never see the crash of the comet. Or live freely in the prince's glow. Mother Gith would have me look ahead, never behind. But I can only wonder, how might that boy have served his people if he'd only been given the chance? Nein, Lady Esther! Ui. Na dann. Also das da steck ich ein. Schweren Sachen bekommt Laisel. Ja, das Ding da kenne ich doch. Kann ich dir jetzt irgendwie Schmerzen zufügen? Nein. Na gut. Fehlen 200 EP. Das ist ein bisschen dünn, ha? Eieieiei. Na gut. Wir sind trotzdem knapp an der Stunde. Ich habe noch ein Ding für heute auf dem Zettel stehen, aber das können wir auch in nächstes Mal reinschieben. Ist nicht weiter schlimm.
Ich hatte ja damit gerechnet, dass der Kampf gegen Zarebok eine Sekunde länger dauert und nicht, dass ich ihn einfach mit Hold Person anzaubere und der geht in die Knie. Dann rast aus dem Loch hier. Dann machen wir die andere Sache nächstes Mal und gut ist. Dann machen wir nächstes Mal auf Stufe 12. Kommen wir gar nicht drum herum. Wir werden nämlich kämpfen dann das nächste Mal. Die Spellslots reichen definitiv für den Kampf, den ich da geplant habe noch. Dann passt das schon. Wir wollen nämlich rund an die Docks gehen. Ja. Genau, die Janeth Family. Da müssen wir mal schauen, ob wir da Interesse dran haben nächstes Mal oder eher nicht. Wie sehen denn die anderen EPs aus? 800, 1000, 700. Ich habe halt viel Inspiration gehabt. Okay. Dann haben wir die Sache mit Dolor geregelt und wir waren in der Society of Brilliance und haben unser Githyanki ein nochmal besucht. Ich war dusselig und habe Concentration benutzt, obwohl ich schon Concentration hatte. Das mag aber auch daran liegen, dass der Zauberspruch nicht in der Reihe mit den anderen Concentration-Zaubersprüchen liegt. So wie sich's gehört. Na gut, dann danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren, nicht vergessen, Kanalmitglied werden und bis zum nächsten Mal, wenn wir runter an die Docks gehen. Und uns mal in der Nähe von, naja, der Steelwatcher Foundry umschauen. Ciao, ciao.